Heute möchte ich jedoch die Gelegenheit nutzen, einen anderen Aspekt der Kameradschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich greife damit einen Punkt im Grußwort von Herrn Landrat Dr. Brötel auf. Viele Soldatinnen und Soldaten der heutigen Bundeswehr, nicht nur hier, sondern insgesamt, haben ihre Wurzeln in anderen Ländern. Wir sehen in der Bundeswehr und auch im Logistikbataillon 461 unterschiedliche Hautfarben. Unsere Soldatinnen und Soldaten stammen aus unterschiedlichen religiösen Konfessionen und Kulturkreisen. Und dennoch schließen sie sich gemeinsam der Bundeswehr an. Gemeinsam dienen wir Deutschland. Gemeinsam dienen wir einer Werteordnung, die aus unserer Sicht schützenswert ist. So scheinen die Ziele der Bundeswehr, für Frieden und Freiheit einzustehen, über viele Kulturen hinweg attraktiv zu sein. Das ist eine sehr gute Nachricht, wie ich finde. Und das Band der Kameradschaft eint über kulturelle Grenzen hinweg die Soldatinnen und Soldaten in diesem gemeinsamen Ziel. Verehrte Gäste, die Bundeswehr will ein attraktiver Arbeitgeber sein. Dabei vergisst sie meiner Meinung nach viel zu häufig zu betonen, dass wir in einigen Bereichen bereits ein attraktiver Arbeitgeber sind, der auch im Vergleich zu vielen Wirtschaftsunternehmen den Vergleich nicht zu scheuen braucht. Und das Zusammenbringen unterschiedlicher Kulturen gehört bestimmt dazu. Und ich bin stolz darauf, dass die Bundeswehr ein solches Integrationsvermögen besitzt. Mit einem solchen Fund könnte man meiner Meinung nach in der Werbung durchaus ein bisschen offensiver umgehen. Rekruten. Dass die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, sich familienfreundlicher aufstellen wird und insgesamt viele Anstrengungen unternimmt, um im Wettbewerb um die besten Köpfe konkurrenzfähiger zu werden, bedeutet allerdings nicht nur Rechte und Annehmlichkeiten für die Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr verlangt vielmehr weiterhin ihren persönlichen Einsatz, um den Auftrag der Bundeswehr zu erfüllen. Und ich spreche hier von Pflichterfüllung. Dies ist die andere Seite der Medaille des Gelöbnisses, welches Sie heute ablegen werden. Sie, verehrte Rekrutinnen und Rekruten, haben sich entschieden, Deutschland in der Bundeswehr zu dienen. Wir verlangen Ihnen sehr viel Flexibilität und persönlichen Einsatz ab. Kameradschaft ist das Band zwischen Ihnen, um die kommenden Belastungen zu bestehen. Die Gelöbnisformel knüpft ein anderes Band, nämlich eines zwischen Ihnen und dem Staat und seinen Organen, die über den Einsatz der Bundeswehr entscheiden. Auch wenn Sie dies zu Beginn Ihrer Bundeswehrzeit vielleicht noch als zartes Bändchen empfinden mögen, das Gelöbnis, welches Sie gleich ablegen werden, bindet Sie an die Bundesrepublik Deutschland, an Recht und an Gerechtigkeit. Es nimmt aber auch den Staat selbst in die Pflicht und jeden seiner Vertreter, sich die politische Verantwortung bewusst zu machen und für Entscheidungen gegenüber den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber auch gegenüber uns Soldatinnen und Soldaten einzustehen. In diesem Bewusstsein bitte ich gleich, die Rekrutinnen und Rekruten das Gelöbnis abzulegen. Aus kameradschaftlicher Verbundenheit werden die Soldaten auf Zeit ihren bereits abgeleisteten Eid hier von Ihnen in diesem feierlichen Rahmen erneut bestätigen. Die Soldaten sprechen mir die Worte, ich schwöre nach, die Wehrdienstleistenden die Worte, ich gelobe. Die übrige Eidesformel, liebe Rekrutinnen und Rekruten, sprechen Sie mir bitte gemeinsam nach. Und die abschließenden Worte, so wahr mir Gott helfe, dürfen Sie mir nachsprechen. Bevor wir zum feierlichen Gelöbnis an sich kommen, hören wir zunächst den Hurra. Thank you.
Rekrutinnen und Rekruten, heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich gelobe. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit. Und die Freiheit. Des deutschen Volkes. Des deutschen Volkes. Tapfer zu verteidigen. Tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Nationalhymne. Ich stelle hiermit fest, dass Sie alle gelobt oder geschworen haben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Damit, verehrte Gäste, liebe Rekrutinnen und Rekruten, endet der Festakt zum feierlichen Gelöbnis. Allerdings wollen wir das feierliche Gelöbnis nicht beschließen, ohne nochmal Herrn Hauptfeldwebel Müller und seinen Mannen vom Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim unsere Ohren und im Anschluss hoffentlich unseren kräftigen Applaus zu leihen. Herr Hauptfeldwebel Müller, wir sind ganz Ohr.